Hallo, ich grüße euch. Goodbye Germany, goodbye Europe. Ja, oh, das ist so tragisch. Da ist so eine Frau Angela Merkel, ja, die immer noch weiter an der Macht ist, ja, was ich gesagt habe. Und Merkel beschließt auf EU-Afrika-Gipfel, ja, Umschulung aus Libyen. Also, die dürfen hier studieren, ja. Also, das heißt, sie bringt die gleich mit, ja, damit keine Illegalen mehr dort hier rüberfahren und so, ja, durch illegale Schleuser, ja, weil da verdienen sie ja nichts mit, ja. Und, ja, wurde Deutschlands Schicksal soeben an der Elfenbeinküste besiedelt, ja. Ich meine, die große Umschulungspolitik beim CDU-Wahlprogramm angekündigt wurde. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Denn beim Gipfeltreffen in Abidjan machte Merkel ja nun anscheinend kurzen Prozess. Tja. Was heißt das für uns? Ich meine, wir kriegen jetzt aber Tausende von Afrikanern, ja? Also Menschen, die kein Mensch braucht, ja? Und die sollen hier studieren. Auf welche Grundlage? Ich meine, die haben ja nicht mal das europäische Bildungsniveau. Wo geht denn diese Reise hin? Ich meine, wenn das so ist, dann ist doch die Sache klar, dass was ja auch schon lange gesagt wird, dass es hier um sich hier um eine Umvolkung handelt. Und diese Umvolkung, ja, beschließt sich doch hier in diesem Sinne ganz klar und deutlich aus. Denn hier handelt es sich nicht um irgendwelche Kriegsflüchtlinge, ja? Es ist gegen das Gesetz. Sie heben wieder das Gesetz einfach mal aus und beschließen mal hinter dem Rücken, oh, wir schleusen jetzt hier einfach mal Abermillionen von Flüchtlingen hier rein. Und jetzt habe ich noch so ein Video, ja, das möchte ich euch auch nicht vorenthalten, vom Spiegel Online. Ja, mal schauen. So, und los geht's. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat für eine vierte Amtszeit legale Einwanderung aus Afrika in Aussicht gestellt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir mit afrikanischen Ländern Kontingente vereinbaren, wonach eine bestimmte Anzahl von Menschen hier studieren oder arbeiten kann, sagte die CDU-Chefin der taz. Dies würde Anreize für legale Wege schaffen. Nur zu sagen, Illegalität geht nicht und gar nichts anzubieten, ist falsch. In dem Interview unterscheidet die Kanzlerin zwischen Flüchtlingen und Einwanderern aus wirtschaftlichen Gründen. Flüchtlingen, die nach Deutschland gekommen sind, müssen wir Schutz vor Krieg und politischer Verfolgung gewähren. Bei Menschen, die zu uns aus wirtschaftlichen Gründen kommen wollen, geht es natürlich darum, dass diejenigen kommen, die wir brauchen, Pflegekräfte beispielsweise. Eine Einwanderung für ein Studium oder eine Arbeitsmöglichkeit sei auch im Interesse der Migranten und eröffne neue Chancen. Merkel sagte, es gebe zwar bereits Mechanismen von Einwanderung außerhalb des Asylrechts, etwa die Blue Card. Zum Teil haben wir aber auch noch eher komplizierte Prozeduren. Also, erst einmal, man muss die Menschen in ihrem Land helfen, ja, da wo sie hingehören. Zweitens, diese Frau ist narzisstischer und ja, wie soll ich sagen? Krank, wie es einfach nicht sein kann. Also das geht mir in der Birne nicht rein, ja? Hier handelt es sich um eine offizielle Umvolkung. Und wenn das jetzt dieser Antifa und dieser Linke das bis jetzt nicht begriffen hat,
Ja, dann möge sich dieses Video, was ich jetzt erstelle oder erstellt habe, ja, gerne mal anschauen. Denn das hier geht nicht mit rechten Dingen zu. Das hier hat nichts mit Gefährdeten und mit Kriegsflüchtlingen zu tun. Das sind Wirtschaftsmigranten und das wurde auch gerade im Video nochmal bestätigt von Focus Online. Da frage ich mich doch tatsächlich, ja, wo sind wir denn hier? Sind wir das Sozialamt der Welt oder was? Ich habe schon eine Menge erlebt und gehört. Und ich wusste es schon von Anfang an, das wusste Pegida von Anfang an, alle wussten es. Diese Frau gehört nicht mehr auf dem Stuhl, wo sie jetzt gerade sitzt. Frau Merkel, treten Sie zurück. Sie schaffen das. In diesem Sinne, meine Lieben, ich kann nicht mehr. Ich bin sowas von entsetzt. Ich bin fertig. Ich bin down. Und wenn das diese Leute mitmachen, dann ist vorbei. Goodbye. Goodbye. Ne? Dann können wir sagen, goodbye mit unserer Identität. Fertig. Wir sind fertig, wenn das läuft. Und das läuft, dieses Programm läuft schon länger. Wohl bemerkt, ne? Nur mal eben kurz mal so im Hintergrund. Ne? Ja. Und jetzt auch noch offiziell. Heftig, oder? Passt auf eure Kinder auf. Passt auf euch auf. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.